Jo Leute, willkommen zurück bei Pokémon Blood Green. Euer Brandy ist hier am Steam. In der letzten Folge haben wir ein bisschen hier und so, ihr wisst Bescheid, gelevelt. Soweit ich weiß, waren wir bis zu diesem Angler gekommen. Also beziehungsweise den haben wir noch gemacht. Dann haben wir nämlich alle auf 28 gebracht gehabt. Genau, soweit erinnere ich mich jetzt noch. Genau. Den hatten wir. Das Pärchen wird unser letzter Kampf hier sein, weil da das fette Relaxo einfach liegt. Dementsprechend werden wir jetzt mal ein hübsches Team aufstellen. Und zwar ein Lesben-Team. Falls ich gewinne, mache ich Sira einen Heiratsantrag. Das tut mir jetzt aber leid, dass dein Heiratsantrag sowas von in den Arsch fällt. Das tut mir jetzt echt leid. Die beiden werden übrigens riesen geile Trainingspartner werden in Zukunft. Richtig geile Leute, ernsthaft. Seriously, hier, und ihr wisst Bescheid. Machen wir mal hier einen Durchbruch auf ihn. Rechte Hand. Tag Team. Tag Team. Tag Team. Tag Team. Ne. Ich muss euch was Wichtiges sagen, Leute. Und zwar bei mir auf dem Kanal. Heute habe ich erfahren, dass es passieren wird. Du machst bitte Glut. Und du machst bitte Aeroass. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist sensationell. Ich erfülle mir gerade meinen Kindheitstraum mit diesem Let's Play, was ich als nächstes angefangen habe. Denn wenn das hochgeladen wird, dieser Part läuft das normalerweise, falls ich nicht komplett irgendwie einen Schwanz im Mund habe oder so, müsste das Let's Play eigentlich schon angefangen haben. Und zwar vom besten Spiel, was ich in meinem gesamten Leben jemals gespielt habe, und zwar, haltet euch fest, Final Fantasy 9. Ich kann es kaum glauben, ich bin wie ein Kind. Oh Mist, warum konntest du es nicht gewinnen lassen? Einfach so, weil ich keinen Bock habe. Ich hasse Pärchen. Obwohl ich selber eine Freundin habe, die ich über alles liebe. Ah, egal. Nee, Spaß, Leute. Scheiß auf sowas. Wir haben ein Fahrrad. Egal. Hauptsache laufen. Ist fit. Ne, hält uns auch fit. Also so. Gesundheit geht vor, ist ja klar. Schließlich, wenn wir nicht fit sind, können wir nicht laufen. Und wenn wir nicht laufen können, können wir keine Orden sammeln. Ist doch so. Oh, ich bin Gott sei Dank, ich bin echt froh, wieder aufnehmen zu können. Weil ich war echt eine Zeit lang krank und hatte ewig keine Zeit mehr. Und ja, jetzt bin ich wieder voll dabei und habe auch wieder Zeit. Und ja, ich würde sagen, heute gehen wir einfach mal in den... Ja, ich denke mal, heute wird sich, kann man sich mal einen Turm bewegen. Ein paar Geister verjagen. Pokémon Tower. Und ist die beste Musik hier? Ah, da oben haben wir unseren Rivalen Gary. Bam! Hey, Brad! Was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Stimmt, weil sie da benutzt sind. Wie Kondome nach dem Sex. Das sind auch benutzt. Tauboga, ich wusste, dass du kommst mit Tauboga, deswegen habe ich direkt mein Pikachu an Stelle 1 gestellt. Erstmal schön Donnerblitz deinen Tauboga in ihre Fresse reinbolzen. Einfach mal sowas von einfach. Zack! Game over, Tauboga. Game over. Viele Leute denken ja hier jetzt im Tower, es passiert ja schließlich hier ein Umschwung. Also ich
weiß nicht, ob das viele von euch kennen, aber hier passiert etwas mit Garys Team, das kennt man so nicht. Also sein Radikal verschwindet. Und viele denken, weil er hier im Pokémon-Turm ist, dass sein Radikal in Anführungsstrichen verstorben ist. Und er einfach nur das Grab von seinem Radikal besucht hat. Klingt im Prinzip eigentlich plausibel. Ich glaube diese Theorie jetzt aber eigentlich nicht so. Ja, aber was denn auch sonst? Ich meine, wir haben keinen Feuerheiler, deswegen muss es ja brennen. Scheiß Vulcano, das sollte hier liegen und nicht Radikal. Ja, es war boshaft, ich weiß, aber ist doch so, man, ey. Also, es geht mir echt auf die Nüsse. Nee, aber, es gibt viele Theorien, warum Gary jetzt hier in seinem, also, in diesem Pokémon-Friedhofsturm ist und viele Gründe, also, viele klingen echt gut, also, ohne Scheiß jetzt, aber irgendwie kann ich kaum einen glauben. Aufwecker, ja, haben wir natürlich. Sowas haben wir wieder. Wisst ihr, aber irgendwas gegen Burn haben wir nicht. Billig. Ja, natürlich. Was denn auch sonst? Adi. Warum auch? Warum soll es auch einmal glatt laufen? Shillock. Ja, da haben wir auch einen Spezialisten. Donnerblitz und einmal vorbei. Einfach so. Für unseren Rivalen bist du immer noch eins der besten Pokémon, mein kleiner Engel. Wir werden mal deinen Donnerblitz nach vorne holen und pulverisiere ihn einfach. Das freut mich immer wieder, wenn er einfach schön einen Donnerblitz reinhaut und ein Shillock überlebt es einfach. Weil er es einfach kann. Weil er es kann. Aber ich fange an. Zack, uff. Weil das kann. Jetzt ist mein Funke besiegt. Auch ohne Flachs, ey. Ja. Wen gönnen wir's? Ja, machen wir mal den Kampf Starter-Pokémon gegen Starter-Pokémon. Da bin ich schneller. Zack. Feuer-Pokémon besiegt ein Wasser-Pokémon. Wie schwach ist deins? Kjabra. Ja, lass mal einfach mal unseren Funken ist eh gleich Level 29, dann hat er sich wenigstens ausgelevelt. Das ist recht. Nur es hat genug rausgekommen. Minimal. Aber es hat immerhin gereicht für ein Level Up. Das ist wichtig. Was? Du bist ein harter Nuss. Ich bin das wohl etwas zu locker angegangen. Ja, das hast du wohl so gesehen. Wie macht sich dein Pokédex, Nervensee? Ich habe kürzlich einen Dragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knogger. Ich glaube, von diesem Pokémon gibt es nur noch wenige. Also ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Ja, ja. Gar nicht arrogant. So wie er halt ist, ne? Unser Rivale. Aber er ist nicht arrogant. Das macht ihn so sympathisch. Wisst ihr, so einen würde ich im echten Leben auch einfach einladen und Kaffeekränzchen halten. Zack, und dann wäre das gelaufen. Aber weiß ich nicht. Komischerweise findet so ein Treffen nie statt. Oh man. Wir haben es jetzt übrigens 12 Uhr am 30. November. Ich bin todmüde eigentlich, aber was soll's. Oh man. Ich will eigentlich Final Fantasy aufheben, aber ich kann noch nicht, weil oh fuck. Ich kann das noch nicht aufnehmen, weil also ich habe ja eine PS3 und wir werden jetzt erstmal. Ich erkläre es euch gleich, warum. Also Funke wird erstmal nicht trained. Wir brauchen auf jeden Fall ein 6. Pokémon, was wir trainieren. Haben wir irgendwas, was effektiv ist gegen diese scheiß Geistertypen? Ja, irgendwie nicht so, ne? Deswegen erstmal einfach Pikachu seine 200 Erfahrungspunkte sammeln und dann war's das. Kein Kampf?
Selbst wir könnten die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Sylph-Scope, um sie zu erkennen. Okay. Es ist so neblig hier. Aber wir machen das anders. Ich habe keinen Bock auf Geister. Probieren wir es mal mit unserem letzten Schutz. Na super, aber immerhin haben wir noch einen. Probieren wir es einfach mal. Was soll schon passieren? Fluchtseil, ja, das kann man glatt genutzen. Buh, hu, hu, buh. Ah, nee, also, Nebula, Nebula. Voll die Psychos hier, aber, naja. Nee, was ich eigentlich sagen wollte, ist, ich habe ja meine PS3 und da kann man ja PS1-Spiel spielen. Finde ich irgendwie super geil. Also PS2-Spiele kann man nicht zocken, aber PS1, und das finde ich top. Muss ich ehrlich sagen, als exzessiver PS1-Spieler. Und ich fand das einfach top, dass man das machen kann. Und dann habe ich mir einfach überlegt, ich bin jetzt letztens auf ein LP gestoßen von... keine Ahnung, wie sie heißt. Ich muss den Namen mal schauen, weil da so ein hässlicher Null, so eine hässliche Null dabei ist. Verschwinde, böser Geist. Aber auf jeden Fall richtig geil. Und ich wollte eigentlich schon immer mal so ein Spiel Let's Playen, weil es einfach ein Kindheitstraum war, schon mal das Spiel durchzuspielen, was schon mal nicht geklappt hat früher. Und das wäre einfach nur super mega geil, wenn ich das jetzt hinkriegen würde. Das wird ein Mega-Projekt. Das wären bestimmt 200 Parts in, mit meiner Art, wie man zockt. Und ach, ich finde das einfach... ich finde das einfach mega geil. Und wer das will, das auf jeden Fall mal durchziehen. Egal was passiert. Ich werde alle anderen Projekte nach hinten verschieben. Alles, was ich bis jetzt geplant hatte, wird vollkommen nach hinten verschoben. Das wird mein absolutes Augenmerk-Projekt. Priorität Final Fantasy 9, egal was passiert, immer und dann, wenn ich aufnehmen kann, Final Fantasy, Final Fantasy, Final Fantasy. So sieht's aus, meine Leute, und nicht anders. Ich hoffe, es gefällt euch ja auch. Ich verfluche dich, deine Mutter, du Schlampe. Und ihr bleibt echt da. Und ich finde das einfach mega geil und ich kann es einfach kaum erwarten. Mich einfach glücklich, das zu erfahren. Es ist per Post gekommen. Eigentlich hätte ich auch fast schon ein Unboxing-Video daraus machen können, so wie das verpackt war. Also, sorry, so Reaper, aber dein GTA 5 war nicht mal ansatzweise so geil verpackt wie mein Final Fantasy 9. Von daher, geil. Ich hätte es einfach machen sollen. Ich bin so ein Spast, dass ich das nicht gemacht habe, egal. Elixier, kann man gut gebrauchen. Wir werden das, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich werde es versuchen, auf 100% zu spielen, wirklich. 100%, alles was geht, zu zeigen und so. Deswegen wird es ja auch so lang, weil es eben wirklich alles umfassen soll, das Spiel. Aber ob ich das hinkriege letztendlich, mag ich fast schon zu bezweifeln. Ich bin mir nicht sicher, weil das eben echt extrem vieles, worauf man stoßen kann, was man machen kann. Ich kenne echt vieles und zur Not kann ich immer noch so ein Lösungsbuch zur Hilfe ziehen, was ich besitze. Habt ihr jetzt nicht gehört. Aber ich bin trotzdem nicht sicher, ob ich alles weiß und auch irgendwie alles finden kann. Von daher... Nicht verzagen, immer den Brandy fragen. Nee, Spaß, also nehmt mir das dann nicht übel, wenn ich dann doch nicht alles rausfinde. Ich tue mein Bestes und das wird einfach... Also wir rocken das Teil auf jeden Fall, da bin ich mir ziemlich sicher. Jetzt müssen wir kurz mal schauen wegen Ling. Ling hat nämlich Windstones nur als einziges psychotaktisches Ding. Nachtnebel. Nicht so, weil das ja auch von zwei Typ her Psycho ist und so. Von daher not that effektiv. Und
Ja, meine Freunde, ich würde sagen, in diesem Sinne, bevor wir jetzt weitergehen, beende ich mal diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr bleibt dran und wir sehen uns das nächste Mal. Tschaußen.